damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, Thomas und Playgadon. Und ich habe gerade gesehen, im Team der Woche ist Chalanulu. Alter, ist ja krass. Letzte Woche Castro, heute Chalanulu. Läuft auf jeden Fall. Ich nehme ja gerade am Mittwoch um 19.40 Uhr auf. Digga, wir gucken uns mal gleich an, wie viel Lewandowski und Chalanulu in Form kosten. Wendt ist auch im Team der Woche. Ganz schön viele Bundesligisten jetzt. Wir gucken einfach mal auf den Transfermarkt, wie viel die kosten. Castro will ich auch noch nachschauen. Ich will mir kein deutsches Team mehr machen, aber ich als Leverkusen-Fan muss es wissen. Castro. Digga. Rrr. Oh. Jo. Wahrscheinlich. Gonzalo Castro. Vor, ja, Silber natürlich. Gold. So günstig? Ja, das ist nice. Das ist relativ nice. Naja, in den letzten Spielen hat er so eine überragende Form abgegeben. Wundert mich nicht, dass er im Team der Woche ist, ehrlich gesagt. So, ja, im Team der Woche war Chalanulu. Al. Ja, ich gebe einfach Hakan ein, dann muss es ja kommen. Kann. Jo. Da ist er ja. 79er Rating, mit so einem 79er. So viele wird es wahrscheinlich noch nicht davon geben. Das Team der Woche ist ja erst seit 40 Minuten draußen. Wir werden einfach mal gucken. Ich werde einfach einen höheren Preis machen. Ich wette, einige haben den schon gezogen. So viel Lack. Wie einige Menschen haben. Okay. Anscheinend hat den noch keiner gezogen. Jo. Daran merkt man wieder, wie wenig FIFA spielen. Und ich wollte noch gucken, wie viel Bale momentan kostet. Ich habe mir überlegt, eventuell ein spanisches Team zu machen, da das eigentlich. Ui. 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 Wobei, 465.000? Ui. Wegen Neymar und so, die sind auch nicht mehr so teuer wie damals. Also Neymar kriegt man jetzt, glaube ich, für 200.000 oder was. Das war, wenn ich mein Team verkaufe. Ja, 210.000. Ich meine, 167.000. Ist eigentlich schon machbar und Suarez könnte man auch gebrauchen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von einem spanischen Team halten würdet. Ich will eigentlich nur wegen Neymar und Bale. Ich weiß nicht, ob wir Bale uns gönnen können, aber ja. 295.000 bekommt man, den da momentan keiner bietet. Da FIFA einfach nur wegen diesen Price Ranges da ruiniert wurde. Wir werden noch ein Spiel in der ersten Liga spielen. Das erste Spiel war ja. Oh. In der 90. Minute haben wir verloren. Das war nicht so knorke, aber wir müssen immer weiter nach vorne sehen und vielleicht gewinnen wir dieses Spiel, ja. Ich hoffe es zumindest. Ich werde mir viel Mühe geben. So, links außen. Philippe Luis. Walker kam wieder rein. Pace gefällt mir. Torhüter. Der Gi. Ich sage dazu besser nichts. Also der kann raus. Tschech hat da wirklich viel bessere Leistung als der Gi. Mal schauen, was wir jetzt im zweiten Spiel der ersten Liga reißen können. Ich hoffe einiges. Atletico Madrid, okay. Ja, ich würde gerne das weiße Kongstar-Trikot mal benutzen. Ich habe ja bis jetzt immer nur das braune benutzt. Ist ein großes Stadion, leider. Aber naja, mal gucken, was uns jetzt erwartet. 82er Rating, 100 Chemie. Schon mal nicht schlecht. Ist so ein durchschnittliches Team, würde ich sagen. Ich glaube, das da vorne, wer war das? Ach, Mandzukic Unternehmen, keine Ahnung. Ja. Godin kenne ich noch. Ja, Atletico Madrid ist das. Das gesamte Team. Mal schauen, ob er damit gut ist. Muss er ja wahrscheinlich. Oder er hat sich das Team neu zusammengestellt. Was ich aber eher bezweifle. Die in der ersten Liga, die können FIFA spielen. Also die können das auch mit schlechten Teams. Na gut. Ich werde natürlich alles versuchen, was möglich ist. Aber ich kann nicht versprechen, dass wir gewinnen werden. Aber ich werde meinen Arsch dafür aufreißen. Ich will auf gar keinen Fall absteigen. Ich will natürlich die Liga halten. Und wäre nice, wenn mein Gegner jetzt auf Kreuz drücken würde. Yo, Homie, mach mal. Ey. Come on, Baby. Oh, Godin sieht so creepy aus. Der erinnert mich irgendwie an einen Typen aus den Katakomben. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. War ein schlechter Horrorfilm, kann ich nur so sagen. Ja, Alter, ich könnte die immer boxen, wenn die das. Oh, Mann. Come on, Baby. Ey, komm. Dankeschön. Oho, jetzt hat er auch gedrückt. Ich weiß nicht, worauf er gewartet hat. Wahrscheinlich wollte er sich vor seinen Spielern einen runterhobeln.
Sturridge, sehr nice. Das war bei weitem nicht feierlich, feierlich. Komm mal, Baby. Daneben. Sehr nice. Alter, ich dachte, der wäre drinne. Aber Cech wäre dran gewesen. Cech ist ein guter Torhüter. Der kommt überall ran. Ach, Torres ist es. Ja. Okay, habe ich mir gedacht. Aber ich wollte es nicht sagen, bevor ich mich irgendwie blamiere. Ach, damn it. Als ob. Er kann doch nicht sein. Verteidigung komme ich bei ihm auf jeden Fall. Ah, Mann! Und dann diese Fehlpässe. Ich könnte die alle zusammenboxen. Come on! Super, Jungs. Habt ihr super gemacht. Okay, Sturridge. Ah, fuck, nirgendwo Lücken. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt den? Das könnte was werden. Torschuss! Ah! Aber war schön gespielt. Erste Chance von uns. Hätte man da lupfen können? Ich lasse die Wiederholung mal laufen, ich dreckige Drecksau, aber... Nee. Ich weiß nicht, ob man hätte lupfen können, aber... Ich wollte lieber mal so drauf schießen. Ach, wurde leider nichts. Ja, ein richtiger Konter ist es nicht. Wenn der jetzt durch... Ja, nice one. Kompany, schöner Verteidiger, aber... Von der Leistung bin ich nicht immer beeindruckt, muss ich sagen. Jo, Pause machen, wieso nicht? Will er auswechseln oder wie? Oder ist seine Pornosammlung gerade fertig geworden? Nein, Spaß. Pause warten auf Gegner, ja. Na, was macht die so? Spielt der auch gerade FIFA? Ach komm, Baby. Alter, bitte beeil dich. Wenn der nochmal Pause drückt, hatte ich das weg, habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß jetzt nicht, was er gemacht hat. Auswechseln unwahrscheinlich. Der ist ja nicht behindert im Kopf, schätze ich mal. Isaborg. Geklärt. Boah, ich hasse es, wenn die sich gegenseitig anrempeln. In einer Mannschaft sich gegenseitig anrempeln, das ist doch blöd. Alter, der hat Ballbesitz hier. Der klaut mir immer den Ball. Wir hatten bis jetzt nur... einen guten Spielzug, aber... Ui, Fuckometer. Manometer. Manzukitsch, was war das denn für ein Ding? Eieieiei. Ja. War aber ein schönes Tor, muss man zugeben. Alter, der kann FIFA spielen, der Junge. Der kann FIFA spielen. Wieso ist er mit seinem Torhüter ein bisschen rausgelaufen? Meint er, ich schieß von da drauf oder wie? Ach! Das war ein Fehlpass hoch 900. Schon geklärt. Fuck. Ein Sieg wäre echt nice, aber ein Unentschieden. Ah, Mann, ist zu wenig. Die brauchen 13 oder 14 Punkte, um hier die Liga zu halten. Das ist fucking schwer. Oh, Mann! Come on, Baby. Give me the ball. Und mit den Innenverteidigern nicht rauslaufen, denn dann passiert... Alter, Cech, ich liebe dich. Ich liebe dich, Cech. Junge. Man merkt schon, dass der Gegner FIFA spielen kann. Der ist nicht umsonst in der ersten Liga, auf gar keinen Fall. War ein langer Schultag heute. Komm. Ja, kein Problem für Cech. Den Konter können wir wieder schlecht einleiten. Sturridge vielleicht hier ein bisschen. Nice. Nein! No! Hey! Ich würde sagen, ich cutte das mal kurz weg. Bis gleich. Weiter geht's. Ich weiß immer noch nicht, was er hier gemacht hat, aber diese Chance... Oh, Eriksen. Zu unplatziert und zu wenig Wucht hinter. Wir hätten jetzt zwei grandiose Chancen leider nicht genutzt. Ich hätte ihn lupfen müssen. Bam, Junge, schön geklärt. Sturridge? No. Den hat er im Tor. Ja, irgendwie so ein Man of the Match-Torhüter.
Ja, nice one. Das war schlecht one. Das war halb one. Das war schlecht one. Und das war nice one. Okay, ich hör auf. Sturridge kriegst du. Nein, kriegt er nicht, leider. War ein bisschen zu weit, aber pff, war trotzdem schön gedacht. Ah, fucko, Meta. Bam, Junge. Schön geklärt. Come on, Baby, come on. Abseits. Ich hätte nicht so lange zögern dürfen. Egal. Aber Lupfen, ah ja, das ist immer so eine Sache. Oblak heißt er, okay? Kenne ich nicht. Aber dass er mit so einem Team trotzdem gut spielen kann. Es ist nicht das beste Team, aber es ist gut. Immer noch gut, ne? Man braucht kein gutes Team, um irgendwie guter FIFA-Spieler zu sein. Tschech, ich liebe dich. Oh, und seine Abwürfe, die sind so nice, Alter. Nice. Okay. Ach, Touré, was... Sturridge, Touré. Kein gutes Zusammenspiel. Und Jesus Navas konnte sich den Ball auf dem rechten Flügel leider nicht arbeiten. Und jetzt in der Verteidigung ein bisschen aufbauen. Schön geklärt. Pass. Pass. Ach, dammit. Schön geklärt. Zu lang diese Dreieckspässe sind so beschissen. Ich bete zu FIFA, dass die das in FIFA 16 patchen, wegen sonst wird das Spiel scheiße. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Mongo-Pässe. Da denkst du, du hast einen schönen Angriff eingeleitet und was ist? Nein, wird durch den Pass... Och! Meine Güte. Ja, geklärt, Mann. Er meint, er kann das so gut wie ich, aber... Keiner kann das so gut wie ich. Nein, Spaß. Come on, Baby. Schön. Touré, leider nicht gut. Diese Pässe, die gefallen mir in diesem Spiel überhaupt nicht. Und wir sind hier, die Zweikämpfe, die gewinnt der Gegner zu oft. Und oh, wieder so ein Mongo-Pass. Jetzt hat er sogar ein bisschen Platz, aber ja, die Verteidigung steht. Oh, Mann. Ah. Haben wir wieder. Seine. Er versucht immer so mit hohen Pässen zu kommen. Sturridge, lauf doch! Wieso läuft der denn nicht? Ja, ein bisschen zu spät und Jesus Navas, der hat Pace, aber das war's auch schon. So 83er Rating merke ich gar nichts von. Also Sturridge fühlt sich an wie 85 und Jesus Navas wie 79 vielleicht. Och, drückt euch jetzt weiter, Dankeschön. Ja, jetzt will er sein Tor noch laufen lassen. Wenn ich gleich ein Tor schieße, ich lasse es dreimal wiederholen, ist mir egal. Ja, Zweikämpfe 5-5, Ballbesitz haben wir mehr, er hat mehr Schüsse aufs Tor, die Schussgenauigkeit von ihm ist besser, die Passgenauigkeit natürlich auch, aber 77% glaube ich nicht, dass es so viel waren. Puh. Weiter geht's, Halbzeit 2, Spiel ist noch nicht gelaufen. Ich merke, dass hier was geht, aber dafür muss ich auch was tun. Eriksen, schön gemacht. Okay, jetzt sind hier ein paar Lecks. Ich hoffe, seine Leitung kackt gerade nicht ab. Niu. Come on, Babe. Der Schuss war weniger als nichts. Ja, na war's. Was für ein Wunder. Hätte man so einen Costa oder so da vorne gehabt, der geschossen hätte. Der wäre reingegangen. Costas Fernschüsse, die sind... Ah, die sind so geil. Kriege ich direkt einen harten von. Komm. Sehr nice. Ah, es war ganz schlecht gemacht. Es war weniger als schlecht. Jetzt will er hier noch ein bisschen skillen. War wieder nichts, der Pass. Ja, komm, jetzt haben wir wieder keinen Konter rausgeholt. Oh, oh Schüle, was machst du denn da? Ja, wenigstens ist der Kompanie geklärt. Wenn das Kompanie war. Ich weiß nicht. Da sind so viele in der Verteidigung. Boom, boom, boom. Ah, Mist. Ah, Mann. Passt auf den Flügel auf, da will er hinpassen. Das sieht ein Blinder mit einem Krückstock.
Ja. Schön gemacht. So. Ah, Schürrle. Boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ah, schön geklärt, war schlecht von ihm gemacht und dieser Pass. Diese Pässe sind so grottig. Ja, hätte auch weiterlaufen lassen können, ey. Also, das bringt mir jetzt auch nichts, dass so ein Foul passiert ist, okay? Mann wurde gedeckt. Aber Touré ist ein 2-Meter-Tier, der alles bekommt. Und der hat sich den Ball 5000 Kilometer vorgelegt. Schön. Jetzt haben wir ein bisschen Platz bekommen. Er lässt seinen Torhüter immer ein bisschen rauslaufen, so als Verwirrung oder Schürrle. Bam, Junge. 1-1. Biatch. Habe ich es einmal über die Flanke probiert. Direkt hat es geklappt. Der Torhüter war ein bisschen zu weit außen. Ah, sehr nice von Schürrle. Hat er sich schön mit dem Kopf durchgesetzt. Sturridge. Oh, der Pass ist sogar angekommen zu. Na, was? Leider konnte er sich den Ball nicht mehr erarbeiten. 1-1. Ein bisschen Ruhe in das Spiel einkehren lassen. War bis jetzt ein relativ hektisches Spiel. Ah, Sturridge, der Pass war. Ich versuche gerade einen Vergleich zu finden. Ne, mir fällt keiner ein. Ah. Oh. Abgefangen, abgefangen. Touré, 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 Touré. Ah, ich glaube, ich eher eins Kreis drücken sollen, da wäre mehr draus geworden. Wobei nicht immer draus was wird. Man muss die Anzeige da aufladen, im Gegensatz zum normalen Schuss. Aber ich merke, dass hier was geht. Boah, gerade habe ich wieder richtig Bock auf FIFA. Oh nein! Oh, ich hätte lieber drauf schießen sollen, aber... Das macht er immer sehr nice, wenn er diesen Torhüter rauslaufen lässt. Das wäre das Tor gewesen. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot, Mann. Kompanie, Kompanie. Uh-oh. Uh-oh. Ah, Kompanie, zu weit vorgelegt. Wenn das Kompanie war. Ich habe keine Ahnung, wie das war. Ich hatte... Oh, Mann. Alter, der lässt den Torhüter immer rauslaufen. Das ist richtig nice, was er da macht. Das ist so eine Verwirrungstaktik. Man will dann immer lupfen. Man hat dieses Bedürfnis zu lupfen. Ja. Viel kann der Junge ja nicht, Jesus Navas. Aber bessere rechte Flügel gibt es ja beinahe nicht. In der Premier League. Sturridge. Sturridge. Ja, gegen drei Mann kann er sich schlecht durchsetzen. Ich merke, dass hier noch was geht, aber diese Chance, das tut mir so weh, dass ich die... Okay, abseits, sehr nice. Come on, Baby. Wir müssen das Spiel gewinnen. Der Gegner ist nicht von schlechten Eltern, sagen wir es so. Der kann mit der Mannschaft spielen, das merkt man. Ah, Mann, wieso läuft Sturridge denn weiter, Eriksen? Ich könnte dich küssen. Sturridge, lauf rein. Ah, damn it. Leider wurde das nichts mit der Grätsche. Jetzt versucht die ein bisschen zu skrillen. Genau, skrillen. Lauf, Schürrle! Lauf! Schürrle, ich liebe dich! 2-1, Lupfertor, perfekt unter die Latte. Schürrle, ich möchte ein Kind von dir. Ich aber nicht von dir, Thomas. Schade, nein. Guckt euch dieses Tor an und ich, Drecksau, lass jetzt laufen, weil er mich schon vorhin so hart provoziert hat. Bam, Junge! Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, ich will das nicht. Oh, sehr nice, Mann. Sehr nice. Sturridge, come on. Alter, wie oft ich in der heutigen Folge come on gezählt habe. Wenn einer von euch nichts zu tun hat, ihr könnt ja mal zählen, wie oft ich das gesagt habe. Sturridge, was bist du eigentlich für ein Tier? Was bist du für ein Tier? Er war ein Tier. Er hat sich schön durchgekämpft, aber ich habe zu lange gezögert. Viel zu lange. 2-1 steht's jetzt. Eriksen, nice one. Schön hingelaufen.
Abseits, ja. Auch wenn Schön den Ball nicht berührt hat, aber ja. Oh, dieses Lupfer-Tor. Oh, das war so nice. Ich könnte mir sowas den ganzen Tag anschauen. Komm mal. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Können wir hier noch ein Tor machen? Können wir hier noch ein Tor machen? Er lässt den Torhüter immer rauslaufen. Das ist eine sehr geile Strategie von dem. Aber Sturridge ist leider zu schnell gelaufen. Der hat zu viel Pace, der Junge. Der hat zu viel Pace. Aber wirklich, Aguero? Ich finde, der lässt ihn nicht so geil spielen wie Sturridge. Also Sturridge ist richtig OP in FIFA 15. Und der Pass, Touré, der war so grottenschlecht. Wäre der reingegangen. Ich hätte ihn. Boom, Junge! 2-1 gewonnen. FC Style, ich hab's genommen. 2-1 mit Schüle. Hey. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige FIFA-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.